Hi und herzlich willkommen wieder auf meinen YouTube-Kanal. Ihr habt schon gesehen, heute geht es um eine Smartwatch von Singhalves. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und die schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Die soll ja mit zwei Armbänder zu euch kommen. So ein Ladestecker. Und sie soll halt verschiedene Dinge wie WhatsApp und Telefonie können. Schauen wir uns mal ein bisschen im Detail an, ob das wirklich funktioniert. Ich bin gespannt. Bleibt dran. Nach dem Intro geht's weiter. Schauen wir uns jetzt erstmal die Verpackung im Detail an. Ihr seht, es reflektiert, hier ist Folie drum. Hier steht Smartwatch, put the future of health in your wrist. Die Zukunft deiner Gesundheit in deinem Armband oder in deiner Uhr. Hier steht jetzt halt nicht viel. Und zwar ist das Modell P58. Dann ist das in der Farbe schwarz. Das gibt es auch noch in Gold. Und das zeige ich euch mal kurz. Ich habe da von Amazon noch einen Screenshot gemacht. Und für 55 Euro macht ihr da nichts falsch. Da ist auch noch ein Rabattcoupon zwischendurch. Schaut mal nach. Link ist dazu in der Videobeschreibung. Und wir schauen jetzt in diese Kiste rein. Einmal hier so schneiden und da auch. Und dann können wir das hier einfach so entfernen. Sie soll angeblich mit WhatsApp und Telefonie kommen. Da bin ich mal gespannt. Okay, dieses Design kommt mir etwas bekannt vor. Erinnert mich an meine eigene Smartwatch und das ist einfach nur so ein Sticker. Den kleben wir mal woanders hin und da schauen wir uns die erstmal an. Hier auf der Rückseite haben wir so Sensoren. Das hier ist zum Aufladen. Dann haben wir hier ein Armband aus Gummi. Das ist eigentlich ganz cool. Mit zwei Befestigungsschlaufen, oder wie man das hier nennt. Ihr wisst ja, was ich meine. Ne? An sich ganz cool. Ich glaube, da muss man länger drauf drücken. Oh, sieht aber schick aus. Uhrzeit. Da steht jetzt schon eine Uhrzeit drin. Passt natürlich nicht. Wir schauen nochmal nach, was hier noch drin ist in der Kiste. Da haben wir erstmal Zubehör. Das kann man auch hier an dieser Lasche rausholen. Da soll ja noch ein Armband dabei sein, in Blau. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite dieser Verpackung wahrscheinlich noch das Ladekabel. Muss man da so ein bisschen rausshaken. Das ist das Ladekabel und dann haben wir hier noch zwei Anleitungen. Und dann schauen wir mal hier in diese Anleitungen, was wir da so haben. Da haben wir in verschiedenen Sprachen, das ist die Schnellstartanleitung. Ja, hier steht auf jeden Fall, wie verbinde ich mich mit der Smartwatch. Da haben wir einmal einen QR-Code. Dort bekommt ihr einmal für iOS und Android die App. Und dann sollen wir Bluetooth aktivieren und in der App ein Gerät hinzufügen. Und dann sollte das Ganze möglich sein. Hier noch eine etwas ausführlichere Anleitung in verschiedenen Sprachen. Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Niederländisch und Schwedisch eingeschaltet. Das heißt, hier unten ist das Deutsch. Herzfrequenz, verbinden Sie sich mit der App. Herzfrequenzmesser soll sein, Telefonie, AI-Stimme, Übung, Herzfrequenzmessung, Wetteranzeige, Blutsauerstoff. Das ist ganz interessant, wenn es das hält, was es verspricht. Wir machen das jetzt mal mit der App. Die laden wir uns jetzt mal runter und dann checken wir mal ab, wie das Ganze funktioniert. Natürlich brauchen wir dafür ja ein Smartphone und ihr wisst ja, ich habe das Huawei P30 Pro immer sehr gerne, weil hier sind ja Bildschirmaufnahmen mit Audio möglich. Das kann ich leider an meinem iPhone irgendwie noch nicht. Ich habe das noch nicht herausgefunden, wie das Ganze mit Ton funktioniert. Ist auch nicht schlimm. Wir gehen in den Google Play Store. Wir tippen jetzt hier oben, dafür muss ich einmal meinen Aufnahmebutton wegschieben, die DaFit App herunter. DaFit gibt es auch schon direkt. Und so sieht sie aus. Ihr seht das ja auf dem Bildschirm etwas größer. Die lade ich jetzt einmal herunter und dann richten wir das Gerät mal hier mit ein. Das dauert einen Moment, ist ja klar. Und dann gehen wir hier auf Öffnen. Und dann müssen wir natürlich hier unsere Sachen eingeben. Männlich, weiblich, Geburtsdatum, Größe, Körpergewicht. Das macht ihr mal. Ich gebe hier mal so ein paar Fantasiesachen ein. Und Gewicht 65 oder bin ich aber magersüchtig, machen wir 74. Und dann gehen wir einfach auf Bestätigen. Es möchte natürlich auf alles Zugriff haben. Müssen wir auch erlauben. Jetzt müssen wir hier auf Hinzufügen gehen. Vorher sollten wir natürlich Bluetooth aktivieren. Das haben wir jetzt gemacht.
Fügen Sie ein Armband für mehr Gesundheitsinformationen hinzu. Zugriff erlauben. Und dann machen wir mal hier die Uhr noch mal kurz an, dass sie auch vielleicht gefunden wird. Da haben wir sie schon, P58, und jetzt ist die Uhr hinzugefügt. Jetzt ist es so, jetzt brauchen wir hier ein Firmware-Update und ich muss hier aufpassen, dass mein Bildschirm nicht ausgeht. Dann darf man sich hiermit verbinden und dann macht das Gerät hier ein Firmware-Upgrade. Und da darf man jetzt die Uhr nicht ausmachen, das Smartphone am besten einfach so wie ich hier ein bisschen anlassen. Ja, jetzt ist das angeblich hier fertig, da kam ein Button, da sollte ich Speichern drücken. Jetzt ist die Uhr an, das heißt Update erfolgreich. Gucken wir mal nach, wo haben wir jetzt hier... Also wir fangen jetzt erstmal an mit der Übersicht in der App. Das ist mein Aufnahmebutton, den schiebe ich mal oben hin. Oben links haben wir natürlich Datum, was jetzt Sache ist, wie viele Schritte wir gemacht haben. Ein Schrittzähler ist integriert, einen Schlafmonitor haben wir, die Herzfrequenz kann gemessen werden, der Blutdruck, Blutsauerstoff, Betonen. Also das ist hier so ja, Stresslevel und so, Zustand und Bewegung im Freien. Wir können jetzt hier verschiedene Hintergründe erstellen. Wir sehen den Akkuzustand jetzt. Wir sehen die MAC-Adresse von Bluetooth. Dieses Design erinnert mich irgendwie auch an meine andere Smartwatch. Wir können hier die Benachrichtigung einstellen. Telefon zum Beispiel. Nachrichten, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram, Line. Kenne ich nicht. KakaoTalk, WeChat. Das sind so alle chinesischen Apps auch teilweise. Aber für uns ist ja interessant hier WhatsApp. Gehen wir mal auf Öffnen und was haben wir denn hier? Benachrichtigung, David, zulassen. Ja, ich denke mal, das ist richtig. Also hier auf der Krone, also wir haben hier nur die Krone. Die kann man auch hier so, da ändert man direkt den Skin. Das finde ich cool. Kann man drehen, das macht auch so haptische, also echte Klicks. Dann kann man dann halt hier auch drauf drücken. Man kann hier wischen, keine Nachrichten. Dann kann man hier Telefon anmachen, ein Shake and Tilt the Watch. Also man soll das hier so schütteln und dann macht es hier auch so einen Ton, dass die Wassertropfen dann daraus verschwinden. Das heißt, könnte sogar sein, dass man damit schwimmen kann, aber das werden wir gleich rausfinden. So, das reicht. Dann haben wir hier oben so einen Button. Bitte App hinzufügen. Ich weiß nicht, was das ist. Dann kann man das Ganze hier die Helligkeit manuell anpassen. Okay. Eine Taschenlampe haben wir. Ist nicht besonders hell. Dann haben wir hier noch Einstellungen. Telefon, Display, Vibration, Ring, Bluetooth, Energiesparmodus, Anruf zurücksetzen, System, Neustarten. Okay. So, wo sind denn jetzt eigentlich die ganzen Apps? Ah, guck mal, wenn wir hier so nach links wischen, beziehungsweise nach rechts swipen, dann haben wir ja hier Schlaf, Blutdruck, dann haben wir so unsere Werte. Man kann auch hier mit scrollen. Dann können wir hier die Kamera starten. Geht das wirklich? Gehen wir mal hier auf Kamera. David möchte Bilder. Ah, man muss erstmal hier die ganzen Berechtigungen setzen. Und da sehen wir ja jetzt, also ne, Kamera läuft, das kann ich euch jetzt ziemlich schwierig zeigen aus der Perspektive. Aber ich werde die jetzt mal hier so hinstellen, beziehungsweise festhalten und dann drücken wir mal hier den Auslöser. 3, 2, 1, da kommt dann so ein Timer und dann macht das Gerät ein Foto. Das habe ich gerade gemacht, das ist richtig. Also das scheint schon mal zu funktionieren. Was haben wir hier noch? Relax, Stoppuhr, Wecker, Countdown, Taschenlampe und Spiel. 2, 4, 8. Da kann man dann... Ich kapiere das Spiel nicht. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Spiel. Ein Taschenrechner haben wir hier. 5 plus 5 gleich plus 5. Also ich habe zu dicke Wurstfinger für den Taschenrechner. Menstruationsmonitor. Handy suchen. So, dann wischen wir mal in die andere Richtung. Da können wir jetzt einen Anruf machen. Keine Nachricht, Anrufinformation. Ach so,
Dann haben wir hier Kontakte. Bitte sync Kontakte in App. Dann haben wir hier noch Aktualisierungen, Zeiteinstellung. Dann haben wir Google Fit. Das ist auch ganz cool. Mit Google Fit kann man das sogar verbinden. Das ist richtig cool. Und Einrichtung ist eigentlich ziemlich einfach. So, was können wir denn hier noch einstellen? E-Karte, bevorzugte Kontakte, Aktualisierung, Benachrichtigung. Gehen wir mal hier drauf. Telefon, zulassen, zulassen. Nachrichten zulassen. Facebook habe ich gar nicht drauf. Instagram haben wir noch drauf und WhatsApp haben wir drauf. Okay. Auf jeden Fall ist schön, hier steht jetzt das aktuelle Wetter. Das kommt auch hin. Es ist zwar Sommer, aber wir haben draußen 12 Grad und es ist ziemlich regnerisch. Das finde ich schon mal ganz cool. Aktivitätscenter. Da können wir dann gucken, wie viele Aktivitäten wir gemacht haben, beziehungsweise wie das aussieht. Übungen. Da können wir jetzt, na, Übungen. Gehen, Laufen, Fahrrad, Seilhüpfen, Federball, Basketball, Fußball, Bergsteigen, Tennis, Rugby, Golf, Yoga, Turnhalle, Tanzen, Baseball, Elliptisch, Indoor Cycling, Outdoor Rudergerät, den Bildschirm. Hallo? Wie spät ist es? Können wir Nachrichten lesen, dann können wir da rein. Hier können wir Anrufe und da haben wir halt die ganzen Apps. Die Uhr ist rum. Fühlt sich ganz normal an. Übrigens riechen die Armbänder noch nicht mal. Man hat hier auch die Möglichkeit, das ganz leicht zu tauschen ohne Werkzeug. Man muss hier einfach nur diesen Schieber hier halt hochstellen. Ist halt ein bisschen fummelig. Die soll sich ja nicht einfach so lösen. Und dann kann man das dann hoch und dann darüber schieben. Schaut mal. Und wenn man das dann so rüber schiebt, dann sind die Stifte da weg. Und dann kann man das schön ans Armband machen. Das Ladegerät. Und das Ladegerät, das kann man einfach, das zeige ich euch mal anhand von einer zweiten Uhr, die ich bekommen habe, weil ich soll sie ja auch wirklich testen und so. Kann man dann einfach hier hinten so draufsetzen. Das ist magnetisch, das geht auch nur in eine Richtung, da kann man nichts falsch machen. Und dann ist das Ladegerät da drauf. Eigentlich total simpel, aber es funktioniert und man kann es nicht falsch rum machen. Das geht nur in einer Richtung wegen den Magneten. Und dann ist die Ladestation auch schon da drauf. Ihr könnt auch sehen, ist magnetisch. Ne? Und da kann man halt nicht viel falsch machen. Ich habe es herausgefunden, es lag an dem Energiesparmodus auf dem Smartphone. Ich zeige euch das mal. Ich sperre das Smartphone. Hier ist die Uhr. Da halte ich euch mal so hier hin. Und dann schreibe ich mir mal eine Nachricht. Ihr seht, da kommt es an. Und dann gehe ich hier drauf. Und dann haben wir auch WhatsApp hier drauf. Hier haben wir auf jeden Fall unsere Benachrichtigungen. Die können wir dann hier alle löschen. Ich habe das nämlich gerade mehrfach ausprobiert. Ihr seht, hallo, überprüfe neue Nachrichten. Zack, zack, zack. Also es funktioniert. Das ist schon ganz cool. Ich rufe mich jetzt nochmal hier auf den Smartphone einfach an. Und dann rufen wir uns jetzt mal selber an. Guckt mal. Hallo? Hallo? Der Ton ist auch cool. Hallo? Also ihr könnt sogar hiermit telefonieren, richtig cool, ist auch hier über Bluetooth. Ihr seht ja, ne, wenn ich jetzt hier auf Sperren gehe, dann kann ich mein Smartphone wieder in die Tasche stecken und ihr seht, der Anruf, der wird hier gehalten, das ist ganz cool. Wir können auch hier den Lautsprecher lauter machen, ne? Da kommt natürlich Rückkopplung, ja, nicht schlecht. So, jetzt habe ich sie eine Weile getragen. Jetzt nicht mega lange, also jetzt nicht da denken, dass das mega krass ist. Ich starte die Bildschirmaufnahme mit euch und ihr seht, ich bin ja noch im Berechtigungscenter. Und dann schauen wir jetzt mal nach. Ich habe auf jeden Fall 14 Schritte gemacht, das kommt hin, das war jetzt nicht viel. Blutdruck habe ich mir auch messen lassen, habe das auch mit meiner anderen Uhr mal abgeglichen. Das stimmt auch alles und an sich für den Preis eine Smartwatch, die euch wirklich auf WhatsApp zeigt und sowas, ist das schon okay. Und man muss dazu sagen, ihr habt auch noch einen Rabatt, den ihr da aktivieren könnt. Also diese Smartwatch, die ist auf jeden Fall für den Preis schon ganz okay. Für 55 Euro, da kann man jetzt keine Welt erwarten. Aber das, was versprochen wird, das wird auch gehalten. Sie kann WhatsApp und telefonieren könnt ihr damit. Die Uhrzeit kannst du natürlich auch anzeigen. Das Wetter, ihr habt Sport-Apps drauf für verschiedene Dinge. Finde ich schon okay für das Geld. Ich sag mal so, für Kinder, die sowieso immer irgendwie eine Uhr haben möchten,
ist das ein schönes Geschenk. Aber auch für Erwachsene, die sagen, so, da habe ich jetzt nicht irgendwie so das Bedürfnis, viel Geld auszugeben für eine Smartwatch. Das ist für 55 Euro, könnt ihr da schon nicht meckern. Da habt ihr ja sogar eine Google Fit Implementierung bzw. Kompatibilität. Finde ich schon ganz okay. Für 55 Euro kann man machen, wenn man jetzt sagt, so, ich möchte jetzt nicht hier hunderte von Euros für eine Apple Watch ausgeben oder eine Samsung Galaxy Watch oder so. Ja, China-Uhr, tolles Teil, kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch von mir. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das wirklich so easy peasy ist, das einzurichten. Man muss natürlich darauf achten, Energiesparmodus am Smartphone war bei mir das Problem, dass das aus ist. Man muss die Berechtigung in den Apps verwalten, in den Einstellungen des Smartphones. Da müsst ihr natürlich erlauben, dass die Uhr einiges darf. Das ist überall der Fall. Ich hatte eine Huawei Smartwatch, da war das auch so. Und da konnte ich auch dieselben Funktionen hier testen, aber sie kostet deutlich mehr. Das Betriebssystem von der Uhr ist okay. Ihr habt verschiedene Skins schon hier drauf. Die könnt ihr dann einfach so hier wechseln. Das können andere Uhren auch. Ihr habt ein Aktivitätscenter und ich muss sagen, super. Link dazu in der Videobeschreibung. Und gibt es auch in Gold für Frauen und ja, zwei Armbänder auf jeden Fall dabei. Das finde ich schön. Ich danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Björn.